Neujahrsempfang im Autohaus Mybus in Weißensee. Eine Veranstaltung, bei der auch der sportliche Partner der Mybus-Gruppe nicht fehlen durfte. Die Volleyballdamen des Köpenicker SC also direkt vor der Auswärtsfahrt nach Schwerin mit einer willkommenen Abwechslung. In einer aber alles andere als volleyballfremden Umgebung, wie Skoda-Verkaufsleiter Erik Müller bewies. In diesem Jahr sind wir natürlich augenblicklich mit dem Tabellenplatz 8 sehr zufrieden. Hoffen natürlich, dass der sportliche Erfolg weitergeht. Wir schauen einfach mal, was am Ende des Jahres unterm Strich stehen bleibt. Als regelmäßiger Zuschauer bei den Bundesliga-Heimspielen und durch den regen und produktiven Austausch ist auch Müller dafür verantwortlich, dass zwischen der Mybus-Gruppe und dem KSC ein mehr als vertrauensvolles Verhältnis entstanden ist. Das Resultat einer dreijährigen Kooperation, die über einen ehemaligen Mannschaftsarzt der Köpenicker zustande kam. Wir sind also jetzt schon eine kleine Fangemeinde hier bei der Mybus-Gruppe geworden. Mittlerweile haben sich dadurch auch freundschaftliche Verbände gebildet, zum Trainer, zum Mannschaftsbetreuer, teilweise auch zu Spielerinnen. Auch überraschend für mich, dass so eine Arbeit nach 3 Jahren dann schon so aussehen kann. Auf Seiten des KSC ist die Dankbarkeit über die Zusammenarbeit mit dem starken Partner aus der Region natürlich groß. Vor allem der Fuhrpark, der den Schmetterlingen und den Verantwortlichen vom Hause Mybus auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung gestellt wurde, erhöht die Mobilität und erleichtert das Vereinsleben entscheidend. Das ist das Größte, was uns überhaupt passieren konnte mit Mybus. Hier die Zusammenarbeit und auch mit Skoda natürlich. Wir haben wunderschöne Autos bekommen, die Skoda Octavias. Das ist eigentlich einmalig in Deutschland, dass unsere Spielerinnen so große, schöne Autos fahren dürfen. Aber auch darüber hinaus lässt man sich immer wieder gemeinsam etwas einfallen. So wurde das aktuelle Team zu Beginn der Saison in der Mybus-Werkstatt für den neuen KSC-Mybus-Kalender 2012 abgelichtet. Zur Neujahrsansprache nahm Geschäftsführer Steffen Mybus einen der Kalender persönlich in Empfang und gab zudem mit der Investition für ein umfangreiches Autozentrum in Weißensee den Startschuss für ein erfolgreiches Jahr. Dem will das Team des Köpenicker SC in nichts nachstehen und mit guten Leistungen für sich, den Damenvolleyball und natürlich Mybus weiterhin die Werbetrommel rühren. Ich denke, wenn weiterhin der sportliche Erfolg in diesem Maße gegeben ist, dass einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege stehen wird. Und so wurde beim Neujahrsempfang auf eine noch lange währende und von Erfolg gekrönte Zusammenarbeit und ein gutes Jahr 2012 angestoßen. Aus Sicht des KSC-Teams blieb nur zu sagen: Dankeschön, Herr Mybus. Vielen Dank.